Hallo, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag. Ich bin mit euch bei Dritte Mose und bin wieder die Bibel durchgegangen in Bezug auf das Thema Nahrung, Lebensmittel, Ernährung, Segen, Wohlstand und wollte mit euch jetzt durchgehen, was ich mir alles so angemarkert habe. Genau, ich würde einfach sagen, wir starten und an der einen oder anderen Stelle ergänze ich dann einfach. Also, wenn wir im dritten Buch Mose sind, dann finden wir dort überwiegend die Opfergesetze für das Volk. Also für das Volk, für die Priester, wie die Opfer dargebracht wurden, äh, Priesterregeln und so weiter. Und später dann im dritten Mose 26 lesen wir über Fluch und Segen. Also vieles, von dem hier jetzt gesprochen wird, ich lese ein paar Sachen vor, aber das wiederholt sich dann auch im dritten Mose, weil es halt darum geht, dass wie diese Opfer dargebracht werden sollen. Die Opfer, die verschiedensten Opfer, Speiseopfer, Sühneopfer, Brandopfer, ich werde dann an der einen oder anderen Stelle was dazu sagen, für uns einfach dahin hinblick darauf, dass Jesus als Sühnenopfer, also für unsere Schuldhaftigkeit gestorben ist und ans Kreuz gegangen ist. Und dann, glaube ich, kann man auch schon im dritten Mose wieder einiges lesen, was uns zeigt, dass Gott einfach Segen für uns hat, dass er gute Dinge hat und dass am Kreuz was ganz Gravierendes passiert ist. Also im dritten äh, Mose Kapitel 1 heißt im Vers 2, Mose sollte dem Volk Israel im Auftrag des Herrn sagen, wenn jemand von euch dem Herrn ein Opfer darbringen möchte, soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Und dann wird halt beschrieben, dass das Opfer fehlerfrei sein muss. Ne? Also Jesus, der, der von keiner Sünde wusste, ließ sich für uns Kreuzigen, er, der von keiner Sünde wusste. Jesus war komplett fehlerfrei. Ja, wir sind nicht fehlerfrei. Und das sollte das, was wir einfach äh, immer wieder uns klar machen müssen, dass wir durch diesen Sündenfall einfach diese gefallene Natur in uns haben, das Böse, das immer irgendwie wieder die Oberhand gewinnen will. Es ist einfach da, aber wir haben mit dem Heiligen Geist die Kraft über den Leib zu herrschen. Und deshalb betet dafür, dass ihr wirklich euer Leben komplett als lebendiges Opfer dahin gebt, damit dieser Tausch stattfinden kann und ihr den Heiligen Geist empfangt, der euch dann die Kraft gibt, über die sündhafte Natur zu herrschen. Äh, dann im Vers 9, dann ist halt alles beschrieben, wie das gemacht werden soll. Vers 9. Die eingeweihten und Unterschenkel betreffend vorher mit Wasser säubern. Der Priester lässt alles auf dem Altar verbrennen. So ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Ja? Also das, die Opfer hatten, hatten die Aufgabe, Gott gnädig zu stimmen. Ne? Gott war zornig über diese Verfehlungen und das. Wenn wir, wenn wir Gott kennenlernen und wir erkennen, dass er Liebe ist, aber dass es auch schrecklich ist, in seine Hände zu fallen. Also wir haben den, Gott ist Liebe, in Gott gibt es keinen Wechsel zwischen Finsternis und Licht, nur gute und vollkommene Gaben kommen von Gott. Das heißt, das vollkommen gute, perfekte Liebe und so weiter ist Gott. Da gibt es noch nicht einen Hauch von Hellgrau bei Gott. Ja? Gott ist vollkommen. Und dann gibt es eben das Böse. Und das Böse hat in unseren Leben die Herrschaft über uns. Und Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht, dass das Böse die Herrschaft hat, weil das Böse uns schadet. Im ersten Mose, wir haben es ja gelesen, jetzt auch in dieser Reihe, die wir da machen. Adam und Eva haben vom Baum der Erkenntnis von gut und böse gesprochen. Damit hat der Mensch angefangen, selbst zu entscheiden, was halte ich für gut und was halte ich für schlecht, was halte ich für böse. Und hat darauf sein Leben aufgebaut. Und das ist auch das, was wir heute noch bei vielen Christen finden. Was halte ich für gut und was halte ich für schlecht. Und danach lebe ich. Aber das ist nicht richtig. Es gilt... Was ist wirklich Gutes von Gott? Und was ist vom Teufel, der, wie die Bibel sagt, sich als Engel des Lichts verkleidet und quasi das Süße, das Bittere Süß und das Süße Bitter nennt? Der Teufel hat sich zur Aufgabe gemacht, das Böse äh, so zu verpacken, dass es, wir glauben, dass es gut ist. Und das ist die List darin, dass wir gar nicht merken, dass dieses scheinbar gute, böse ist und uns zerstört, uns kaputt macht, uns krank macht, körperlich, geistig, selig. Ja? Und deshalb hat Gott so, eine, so einen Zorn auf dieses Böse. Und es war immer so, dass er, äh, also ich hoffe, ihr könnt mich jetzt gut verstehen, ich habe die Fenster offen, ich weiß gar nicht, irgendeiner macht schon wieder Krach. Gut, ist jetzt heute so, dass ihr mich trotzdem gut verstehen könnt. Nächstes Mal mache ich die Fenster zu, ähm, dass, ihr, dass ihr versteht, dass es nie Gottes Wille war, den Menschen bestimmte Dinge zu verbieten, zu sagen: Macht das nicht, macht das nicht, macht das nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, und wie oft. Erlegen, erlegen wir uns selbst auf, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich sollte nicht und so weiter. Ich habe darüber mal einen Beitrag gemacht. Es hat jetzt nichts mit zu tun, dass ich sage, okay, ich muss, bestimmt, muss bestimmte Dinge richtig tun, um ein bestimmtes Ergebnis zu haben, das ich gerne haben möchte. Dafür muss ich einfach die richtigen Dinge tun. Wenn ich die falschen Dinge tue, dann kann ich nicht erwarten, dass ich ein Ergebnis bekomme, das mich freut. Ne? Also wenn ich weiße Wäsche gerne möchte, dass die sauber ist, dann kann die, dann darf ich die nicht mit schwarzer Wäsche in eine Trommel stecken, sondern ich muss sie separat waschen. Ansonsten bekomme ich ein Ergebnis, das mir nicht gefällt. Also ich rede jetzt nicht hier von, wir müssen halt bestimmte Dinge tun, um ein Ergebnis zu erwarten, sondern ich rede jetzt von Geboten. Ich müsste, ich müsste, ich müsste, ich sollte, ich sollte, ich sollte. Das wird euch immer zum Scheitern bringen und es wird immer Stress verursachen in eurem Körper und es wird euch krank machen. Ich werde auch da noch, wie gesagt, in weiteren Beiträgen einfach darüber reden über dieses ganze Körper-Geist-Seele-Thema. Das war von Gott nie so gedacht, sondern Gott wollte Gemeinschaft mit dem Menschen haben und wollte einfach, dass der Mensch auf ihn ausgerichtet ist, auf ihn blickt und ihm glaubt und vertraut, dass das was er sagt, dass das halt perfekt ist für den Menschen. Und durch das Essen vom Baum der Erkenntnis von gut und böse hat der Mensch selbst angefangen zu definieren, was gut und was schlecht ist. Und das haben wir natürlich heute in diesen großen christlichen Kreisen überall ökumenen und so weiter, wo dieser Humanismus eingezogen ist, dass man halt sich darauf verständigt, man lebt irgendwie Werte, wie Jesus sie vorgelebt hat, und das ist jetzt gut. Aber letztendlich äh, praktiziert man etwas wie das Gesetz. Man sagt, okay, ich will so und so und so leben, und man probiert sich das irgendwie anzueignen. Und das, da wird man immer scheitern, weil man wird es nie durchhalten. Und genauso ist es auch mit der Ernährung. Ihr werdet bestimmte Dinge nie durchhalten. Eine Diät heißt ja auch nicht eine Diät über drei, vier Wochen oder sechs Wochen oder zehn Wochen, sondern bedeutet eigentlich aus dem Griechischen heraus eine Lebensumstellung. Und wenn wir 2. Korinther 5.17 angucken, dass wir eine neue Schöpfung geworden sind durch Christus, dann haben wir, wenn wir wirklich neu geboren werden, eine komplett neue Schöpfung. Wir sind eine komplett neue Schöpfung geworden und empfangen dann den Heiligen Geist und dann, dann sind wir wieder eigentlich in so einer Art... Urzustand zurück. Wir sind wieder in dieser Gemeinschaft mit Gott, wie Adam und Eva das ursprünglich mal hatten. Das heißt, Gott alleine bestimmt über unser Leben, was nur gut und perfekt ist. Und dieses Bild hat natürlich der Teufel über die Jahre kaputt gemacht. Ne? Also ich habe gerade gestern war ich beim Tanzen. Und da hat eine Frau ähm, so erzählt, dass sie dann irgendwie die evangelische Kirche ihnen gedroht hat, eine Strafanzeige gegen sie zu stellen. Und dann habe ich gesagt: Na, es ist ja besonders christlich, wenn die evangelische Kirche eine Strafanzeige stellt. Und es ging dann irgendwie um Hecken, die nicht geschnitten sind, die irgendwie in den Weg reinlaufen. Und diese Frau, ähm, die, ich laufe jetzt doch mal mit euch zu den Fenstern. Kann ich ja, weiter reden dabei und diese Frau, die äh, darüber gesprochen hat, die ist fast blind und hat sich halt an diesen Zweigen verletzt, weil die halt wirklich, sag ich mal, eigentlich nichts mehr sieht. Ja, die läuft mit Blindenhund Hund und Blindenstock und äh, ja, dann wollte man, dass die evangelische Kirche das wegmacht und die haben dann gesagt sie machen es weg und dann haben die selbst angefangen haben selbst Gerechtigkeit geübt haben selbst diese Hecken geschnitten und äh, hat ihr also so ihre Geschichte erzählt und dann sagt sie na ja und dann wundern sie sich wenn die Leute aus der Kirche austreten ne? Genau, so. Also die Menschen in der Welt, die haben halt immer noch dieses Verständnis von gut und böse, ja, sie sind in diese gefallene Natur. Und dann kommen Christen, die eher in antichristlichen Geistern, von antichristlichen Geistern... Geleitet werden und sagen, okay, wenn ich nur irgendwie diese Le Werte lebe und gucke mir die Gebote an und probiere halt danach zu leben, dann wird es halt immer scheitern. Und genauso wird es bei der Ernährung sein. Man wird immer scheitern, wenn man sich einfach nur vornimmt, irgendwie dieses oder jenes ähm, zu tun. Ähm und deshalb hasst Gott dieses Böse so sehr. Ja? Also, er hat ja auch die Schlange verflucht im Garten Eden. Gott hasst das Böse so sehr. Und äh, er liebte aber uns Menschen so sehr. Und deswegen hat er mit Christus einen Weg geschaffen, wie wir zurück in diese Einheit mit ihm kommen können. Und wenn wir zurück in diese Einheit mit ihm kommen, dann ist eigentlich die Voraussetzung, dass man sieht, dass Gott gut ist und dass er... Die vollkommene Liebe ist und das bei ihm nur sehr 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 gut geht. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, ähm, den könnt ihr mal im Broadcast googeln, wenn ihr mal eingebt XXL müsstet ihr schon finden. Da habe ich habe ich einen Beitrag gemacht. Wir haben einen XXL Gott war ich im Kino und hatte so überdimensional große Cola und Popcorn. Und dann hat der Herr mir gezeigt, guck, ich bin ein XXL-Gott. Ich habe alles im Überfluss geschaffen und ich habe auch für euch diesen Überfluss. Aber den, da kommen wir halt nur hin, wenn wir bei ihm sind. Ne? Also wir werden das, werden das nie bekommen, wenn wir nicht wirklich bei ihm sind. Und solange wir halt immer noch glauben, Gott will uns etwas vorenthalten, wie im Garten eben auch, dass wir immer noch glauben, bei also in den echten Glauben zu kommen, hat irgendetwas mit ähm, ja Verzicht zu tun. Dann darf ich halt bestimmte Dinge nicht mehr machen, weil Gott das von mir erwartet und deswegen komme ich da nicht zurück. Derjenige oder diejenige, die hat noch nicht verstanden um was es überhaupt beim Glauben geht. Es geht darum, dass wir diesen einen Gott haben, der es nur gut mit uns meint und halt diese andere Seite, die nur verderben für uns will. Und da habe ich gerade einen Impuls bekommen gestern für eine Reihe in dem körper geist da werde ich nochmal drüber beten, aber wenn ich die machen soll, wird die echt richtig gut werden und ihr werdet euch, glaube ich, wundern, was Gott alles für uns hat. Und so wurden halt diese Opfer gebracht, um halt Gott gnädig zu stimmen, weil Gott einfach, ähm, also die Menschen, die Israeliten, die haben es nicht. Verstanden. Wir sehen zum Beispiel im ersten Mose lesen wir ja auch von Josef, wir lesen von Abraham. Da gab es noch überhaupt gar keine Bote. Wir lesen also von Männern und Frauen, die in dieser Gemeinschaft mit Gott gelebt haben und waren gesegnet. Und wir sehen von dem Lesen von dem störrischen und israelischen Volk Israel, dass äh, sich permanent eigentlich äh, gegen Gott widersetzt und sich auf diese falschen Wege begibt. Nicht weil Gott sagt, du darfst das nicht, das ist was Gutes, aber du darfst es nicht, sondern weil es einfach vom Bösen kommt und die Israeliten das einfach nicht einsehen wollten und sie einfach nicht zu diesem Gott umkehren wollten. Und deswegen ist für mich heute auch so dass viele Christen die so widerspenstig sind, die sind im Grunde genommen wie die Israeliten. Ja, sie wollen einfach ihr eigenes Ding machen und ich weiß es besser und ich kann das und ich mache das so, wie ich das denke und Gott hat doch da sicherlich nichts dagegen und es geht ihnen immer schlimmer. Ja, die Dinge werden irgendwie immer schlimmer, weil sie irgendwie sogar noch sagen, sie gehen mit Gott, aber eigentlich sind sie wie das widerspenstige Volk Israel. Und wir müssen uns ja nun mal die Juden, also Israel, sind, sind ja das Volk der Juden, äh, angucken, wie es denen in der Geschichte gegangen ist. Da sieht man halt schon in, auch zu unserer Zeit, was es halt bedeutet, widerspenstig gegen Gott zu sein. Und dann hat also Gott das Gesetz gebracht und hat gesagt: So, jetzt bringe ich euch das Gesetz, so und so und so sollt ihr leben. Aber er hat das nicht gemacht. Da ist die Bibel ganz eindeutig. Gerade im Neuen Testament lesen wir das überall. Ich kann's einfach, muss es einfach auch sagen, weil es das Gleiche ist mit der Ernährung. Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit die Menschen jetzt einen Leitfaden haben, wie sie, wie sie das alles machen sollen, sondern er hat ihnen das Gesetz gegeben, um in den Mund zu stopfen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, um ihnen zu zeigen, ihr seid nicht in der Lage, die Gebote zu halten. Und Jesus hat in der Bergpredigt das ja auch noch verstärkt. Das heißt, jeder, der irgendwie nur probiert, ein gutes christliches Leben zu führen, wird Schaden erleiden. Und zwar komplett körperlich, geistig und seelisch. Und das müsst ihr einfach wissen. Also ich werde auch diesen Beitrag oder diesen Dritten Mose auch in die Rubrik Gesundheit einstellen, weil das jetzt nicht nur gezielt die Ernährung betrifft, sondern halt auch die Gesundheit, ja, den Segen, gesund zu sein. Wer probiert, ein gutes Leben zu führen aus eigener Kraft, wird Schaden erleiden. Das wird so sein, weil er sich unter das Gesetz begibt und damit wird er ernten, was das Gesetz hervorbringt, nämlich Tod und Verderben. Das ist das, was die Gebote und das Gesetz bringen. Ja, aber Claudia, wir sollen doch so diese Gebote halten. Gott will doch, dass wir so leben. Ja, das kommt aber danach. Wenn ich erkannt habe, dass ich nicht in der Lage bin, das Gesetz und die Gebote zu halten, wenn ich merke, dass in mir... Eine widerspenstige, rebellische Art ist, die immer wieder alles über den Haufen wirft, wenn ich erkenne, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt durch die, die gefallene Natur, dann komme ich an den Punkt, dass ich sage, Herr, wie auch die Psalmisten, die gebetet haben, wer wird mich aus diesem Todesleib befreien? Ja, wer, wer, wird mich daraus befreien, aus diesem Elend? Solange ich noch irgendwie probiere, es selber gut zu machen, wird es eigentlich immer schlimmer werden, bis ich an diesen Punkt komme. Wer wird mich aus diesem Leid befreien? Ja, und dann komme ich zu Christus. Und dann komme ich zu Christus, der und dem Evangelium, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Christus hat mit all dem ein Ende gemacht, mit dem kompletten Gesetz. Er ist der Einzige, der fehlerfrei ist, war und ist, er lebt ja. Er ist der Einzige, der fehlerfrei war und ist und ähm, für unsere Verfehlungen ans Kreuz gegangen ist, damit wir in ihm sein können. Das heißt, am Kreuz fand in der geistigen Welt im unsichtbaren Bereich ein Tausch statt. Es das heißt im Grunde genommen, braucht uns, uns Heiden sowieso, ja, weil das Gesetz ist ja den Juden gegeben worden, auch die zehn Gebote sind den Juden gegeben worden. Die sind nicht für uns Heiden gegeben worden. In der Reihe Biblische Wahrheiten für die Apostelgeschichte kommen wir dahin. Ich sage, ich, ich mache das ja mit euch biblisch, ne? dass ihr die Freiheit bekommt, die Gott euch gegeben hat, die biblisch korrekt ist. Das Gesetz gilt nicht für uns Heiden. Das heißt, jeder Heide, der irgendwie probiert, nach dem Gesetz zu leben, wird scheitern. Und ihr werdet verderben, ernten körperlich, geistig und seelisch. Und wenn ihr das mal euch mal überlegt, äh, wie es euch geht, wenn ihr immer wieder, auch mit der Ernährung, wenn ihr immer wieder probiert, oh, jetzt mache ich es mal anders. Ne? Meine Tochter ist ja auch Spezialistin für, die sagt immer, jetzt mache ich das so und so. Und habe ich gesagt, ja, wirst schon wieder scheitern. Versuchst aus eigener Kraft jetzt irgendwie es wieder so zu machen. Und wir brauchen dieses Scheitern, um dann zu sagen, Herr, ja Gott, wer kann mich erlösen da draus? Aus diesem Drama, ja, aus diesem Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes, wer kann mich erlösen? Und es ist Christus. Und äh, dann werden wir neugeboren und dann bekommen wir den Heiligen Geist und dann haben wir die Kraft Gottes in uns und dann wird Gott anfangen, uns von innen heraus zu erneuern, wiederherzustellen und wir werden von innen heraus bestimmte Dinge plötzlich nicht mehr tun, so wie es ja mir jetzt auch dann nochmal mit dem Thema Ernährung gegangen ist. Gott hat halt seine Reihenfolge. Ich hätte jetzt das, was ich jetzt mache, nicht vor sechs Jahren starten können. Ich hätte die Menschen komplett in eine falsche Richtung gebracht, weil ich ein falsches Fundament gelegt hätte. Ich hätte zwar über das Evangelium reden können, aber ich hätte all die biblischen Wahrheiten, das Fundament, was der Dienst in den letzten sechs Jahren halt zur Verfügung gestellt hat, das wäre ja da nicht da gewesen. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und vielleicht kommen ja aber auch manche jetzt über diese Richtung dahin, dass sie sagen: Okay, jetzt gehe ich in die Wahrheit. Und sie landen dann auf der Hauptplattform und lassen sich lehren, weil sie erkennen, es ist kein körperliches Problem, es ist kein seelisches Problem, sondern ich habe ein geistiges Problem. Also Krankheiten und so weiter sind ein geistiges Problem. Und wir lesen halt jetzt hier in den Büchern Mose von dem Gesetz, das im Grunde genommen nie die Befreiung finden kann. Das müssen wir jetzt einfach ein bisschen im Blick behalten, wenn wir jetzt diese Dinge lesen, auch über Ernährung. Ich will euch aber umfassend sagen, was hat die Bibel uns zur Ernährung zu sagen. Und damals gab es dann halt dieses Gesetz und nach diesem Gesetz hat Gott gesagt, okay, jetzt habe hab ich ein Gesetz gemacht, davor gab es kein Gesetz. Abraham zum Beispiel hat auch gesündigt und er ist nicht bestraft worden, ja, Also da können wir ganz klar sehen in, im ersten Mose, ähm, also das ohne da, da gab es einfach noch kein Gesetz und dort gab es auch keine Bestrafung. Wa? Wo kein Gesetz ist, gibt es keine Bestrafung. Habe ich auch schon Beiträge drüber gemacht. Wenn ihr in ein Land geht, ähm, jetzt ist ja mittlerweile bei uns auch legalisiert, aber damals habe ich das Beispiel genommen. Ähm, in, ihr geht nach Holland, ja, da ist eben, äh, war Cannabis eben erlaubt und dann werde ich eben, wenn ich da das besitze, eben nicht bestraft. Jetzt so, ist es halt in Deutschland auch schon, aber die ganze Zeit gab es halt in Deutschland ein Gesetz und wo es aber kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Bestrafung. Ne? Und das hatten wir vor, dem vor den Geboten, vor dem Gesetz. Und die zehn Gebote sind Teil des Gesetzes. Und jeder, der was anderes sagt, der lügt, ja. Denn die zehn Gebote wurden Mose am Berg Sinai gegeben. Und Jesus hat sie in der Bergpredigt noch verschärft. Er hat gesagt, noch nicht mal, wenn du einen Menschen tötest, ja, du sollst niemanden töten, hast du ähm, Strafe verdient, sondern wenn du schon schlecht über jemanden denkst, hast du Strafe verdient. Das hat Jesus gesagt. Nicht, wenn du Ehebruch begehst, hast du ähm, gesündigt, sondern wenn du schon eine andere Frau entsprechend ansiehst, hast du schon Ehebruch be begangen und damit den Tod verdient, ja. Also, Jesus hat ja das verstärkt, um klarzumachen, ähm, alle haben die Herrlichkeit verfehlt. Also da könnt ihr auch das Buch Chat mit Jesus. Das war so glaube ich das erste Buch, das ich geschrieben habe. Da habe ich darüber geschrieben, dass im Grunde genommen Jesus uns diese Verstärkung gebracht hat, um klar zu machen: Kein Mensch kann die Gebote halten. Keiner. Nur einer konnte halten. Das war Jesus. Und jetzt gab es aber ein Gesetz und jetzt musste bestraft werden. Die Menschheit muss bestraft werden. Die Heiden sowieso und die Juden auch. Jetzt gibt es ein Gesetz, die Juden müssen bestraft werden. Aber äh, Gott war halt, hat halt in seinem Gesetz die Möglichkeit gegeben, okay, wenn ihr jetzt gesündigt habt, es sollte also ein Bewusstsein für die Sündhaftigkeit bekommen. Und das haben ja viele Christen heute gar nicht, dass sie im Bewusstsein haben über ihre sündige Natur. Aber dieses Bewusstsein über die sündige Natur brauchen wir, sonst kommen wir nie in die Neugeburt und nie, also nie zum Evangelium und nie zur Neugeburt und nie zur neuen Schöpfung. Ne? Und äh, deshalb ist das Gesetz kam, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Guckt euch, guckt euch an, ihr habt schon wieder verfehlt. Und jeder Christ, der sich Christ nennt und immer nur irgendwie probiert, es aus eigener Kraft selbst zu machen, wird immer weiter scheitern. Und so mussten halt makellose, fehlerfreie Opfer gebracht werden, um Gott gnädig zu stimmen. Und davon lesen wir halt viel in dritten Mose. Und die, die, die Verse, die wir da lesen, wo es halt um Nahrung geht oder um Tiere geht oder um Mehl geht, ich werde einfach nur mal kurz ein paar Dinge vorlesen, weil es wiederholt sich dann einfach, geht es halt überall um die Opfer. Und dann haben wir, äh, kommen wir, wenn wir dann halt weiterdenken, weil wir haben ja jetzt schon den neuen Bund, damals gab es nur diese Bücher, da gab es Jesus noch nicht, da war Jesus noch nicht in die Schöpfung gekommen und Jesus war auch noch nicht am Kreuz für uns gestorben. Das heißt, wenn wir jetzt die Bücher Mose lesen, müssen wir doch in Betracht ziehen, was danach passiert ist. Was, also was danach passiert, das können wir ja nicht außer Acht lassen. Und da sehen wir, dass Jesus eben das Ende dieses Gesetzes ist und dass Jesus als fehlerfreies Lamm, ne, ähm, als fehlerfreies Opferlamm für uns ans Kreuz gegangen ist. Um endgültig diesem Gesetz ein Ende zu bereiten. Das heißt, jeder, der neu geboren ist, ist frei vom Gesetz. Ja, Claudia, aber wir sollen ja die Gebote halten. Ja, ihr werdet merken, wenn ihr wahrhaftig neu geboren seid, wenn ihr wahrhaftig durch Gottes Geist neu geboren seid. Und das muss man wollen. Jesus sagt: berechnet die Kosten. Willst du das wirklich? Erkennst du den Vorteil, den es hat? Komplett zu diesem Gott zu gehören, zu diesem alleinigen Gott. Und bist du bereit, dir von Gott alles nehmen zu lassen, was dir schadet? Willst du das wirklich? Ja, also diese Kosten muss man berechnen. Da komme ich später nochmal an anderer Stelle dazu. Da lese ich euch ein paar Verse aus dem Neuen Testament noch vor. Viele fangen an und dann kehren sie zurück, ja, wie eine Sau, die sich im Dreck wälzt und der Hund zurück zu seinem Erbrochenen geht, so heißt es dort im Petrusbrief. Gehen viele Gläubige wieder zurück in das Alte, weil sie merken, ach, ich will hier eigentlich gar nicht. Und das ist dann fatal, ja, weil dann wird es echt bitter. Dann wird es bitter und dann kann man auch bei Christen sehen, wie es echt schnurstracks bergab geht. Das ist nicht schön anzugucken. Ich habe ein paar Christen verfolgt, die dann zurückgekehrt sind zu diesen Dingen und äh, manche sind wirklich gestorben, haben sich ihr Lehren zugewandt, haben mich betrieben, sind früh gestorben, haben mir an Krankheit gestorben. Also, es ist echt übel. Es ist übel. Und nur deshalb, weil man. Sich, weil man sich weigert sich von Gott korrigieren zu lassen. Der ist ja nur gut meint, ne? Also er, er korrigiert uns ja nicht, weil es böse, weil er uns böse will, sondern weil es gut meint und in Amos lesen wir Amos 33, glaube ich, gehen denn zwei miteinander, wenn sie sich nicht kennen. Nein, das tun sie nicht. Ja, zwei Menschen, auch wenn die zusammenkommen, die gehen nur dann zusammen den Weg, wenn sie sich kennen. Und dann, ich sage ich mal, werden sie eins, ne? Und wenn sie sich nicht kennen und gehen miteinander, dann, so wie ich es ja auch zweimal gemacht habe, dann war man zweimal verheiratet, geschieden, das war jetzt vor Jesus. Deswegen werde ich es jetzt mit Christus definitiv besser machen, wenn doch mal ein Mann in mein Leben kommt. Da werde ich genauer gucken, kennt man sich denn wirklich und hat man die gleiche Richtung und geht man auch in die gleiche Richtung, weil ansonsten ist einfach schon wieder alles, alles Verderben auch auf der Beziehungsebene vorprogrammiert. Das ist einfach so. Und so leben halt leider auch viele Christen in der Welt. Und so ist es auch mit dem Glauben. Gehe ich mit Gott wirklich, kenne ich ihn wirklich. Und ich muss wissen, dass er nur, 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 nur tausend Prozent, 1 Million Prozent, wenn es das gäbe, gut ist. Und dass er aber alles hasst, was vom Teufel ist. Und dass er nicht will, dass wir diese Dinge in unserem Leben haben. Und wenn man dann tatsächlich umgekehrt ist und ist dann neu geboren und dann hat man das in sich und dann brauche ich keine Gebote mehr, dann ist der Heilige Geist in mir, der sagt, lass das mal. Lasst diese Dinge. Und dann haben wir auch, wie es das Neue Testament sagt, das Wollen und das Vollbringen. Plötzlich will ich die Dinge tun. Plötzlich kann ich die guten Dinge tun. Es ist plötzlich gar kein Kampf mehr. Es ist kein, ich muss durchhalten mehr, sondern es ist leicht. Es ist einfach. Es macht Freude. Wisst ihr, weil es aus der Kraft Gottes heraus geschieht und nicht mehr aus eigener Kraft. Und das Ganze lässt sich auf den kompletten Gesundheitsbereich, auf den kompletten Körperbereich, auf den kompletten Sportbereich, auf den kompletten, weiß ich nicht, Stressmanagementbereich, ne, Gesundheitsbereich übertragen. Ich kann als Christ namens Christ leben und kann all in diesen Bereichen leben wie die Menschen der Welt. Und damit wird es immer etwas sein, was ich aus eigener Kraft mache und immer etwas sein, wo ich scheitern werde. Immer, 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 weil das, weil das das Ergebnis ist, dass man scheitert, wenn es nicht aus Christus heraus wirklich aus der neuen Natur ist. Aber wenn es aus der neuen Natur ist, dann sind die Dinge bleibend, dann werden die immer besser. Wir kommen ja auch noch zur fünften Mose, wir werden immer weiter aufwärts steigen. Es wird immer besser werden, es wird immer mehr wiederhergestellt werden. Aber zuerst geht halt das Fundament zu bauen. Und dieses Fundament ist in Christus und nicht in irgendeiner... Selbstgemachten Lehre. So, und deswegen ne, lesen wir halt jetzt gerade da viel von diesen Opfern. Für uns, wir müssen uns da jetzt eigentlich gar nicht mehr mit beschäftigen. Es ist mal interessant zu lesen, wie streng Gott das gehandhabt, mit dem Opfer, gehandhabt hat mit dem Opfer. Und dann wissen wir auch, wie streng er das bei Christus gehandhabt hat, gehandhabt hat. Das heißt, wir lesen, die Frau kam und hat Jesus gesalbt, ja, mit dem Nadenöl, wo, du, wo Judas gemeint hat, das hätte man doch für, ich weiß nicht, 300 Silberlinge verkaufen können. Ich glaube, es waren 300 und hätte es den Armen geben können. Also, er hat überhaupt gar nicht. Den Wert dessen erkannt, was diese Frau gemacht hat, ne? Jesus da zu salben für sein Begräbnis. Also, da de, diese, dieses Werk, was da geschehen ist, da kriegt man schon ein bisschen Blick, wenn ihr jetzt dritte Mose mal lest und einfach mal seht, wow, was ist da was ist da für ein Aufwand betrieben worden, damit ähm, Gott gnädig gestimmt wird. Ne? Das heißt, das Opfer, das Jesus war, hat Gott gnädig gestimmt. Und zwar für die komplette Verfehlung. Und als ich ähm, den Film, die Passion Christi, könnte ich eigentlich auch mal wieder gucken, weil mit jedem Mal gucken, kriege ich wieder neue, ja, zeigt der Heilige Geist so neue Dinge und lenkt den Blick auf was anderes. Aber als ich den das letzte Mal geguckt habe, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, tatsächlich, ich glaube zwei oder drei Jahre, da hat der Heilige Geist mir so am Anfang gezeigt, wie Jesus gestartet. Ja, Jesus betet im Garten Gethsemane. Und dann sieht man so der Teufel, wie er sagt, wie er ihn verführen will, ja, wie er ihn verführen will, diesen Schritt nicht zu gehen. Und wie er quasi sagt, die Schuld der ganzen Menschheit, äh, das geht nicht. Ja, das ist viel zu groß. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Also wie er versucht, ihn davon abzuhalten, das zu tun, was getan werden muss. Ja, er hat ja auch gebetet, er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und der Teufel hat es halt erfolgreich geschafft, Menschen irgendwie einzureden, dass das Leben im Echten. Ich rede jetzt hier bewusst vom echten biblischen christlichen Glauben, dass das ein Leben ist, was den Mönchen gleichkommt, den Nonnen gleichkommt. Ne, dann ja, da gibt's Zölibat und ich darf nicht mehr in Unzucht leben und ich darf nicht mehr das machen, ich darf das machen und das will ich einfach nicht. Ich will meine Freiheit haben. Das ist doch schon die Lüge, ja? Also da haben wir doch schon die Lüge, weil jemand, der frei geworden ist, der, der will plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr tun, weil er weiß, Mensch, das schadet mir, ja. Wenn ich, die, die, wenn ich diese Dinge tue, dann nehme ich Schaden an meinem Körper. Wenn ich in die Unzucht gehe, dann wird es meinem Körper schaden. Und da gibt's Zusammenhänge, Körper, Geist, Seele, die man halt nur verstehen kann, wenn man tatsächlich in diesen echten Ein Glauben eingetaucht ist. Und dann wird man nie, das, man wird nicht unter einem Gesetz wieder geknechtet, wie man es von der katholischen Kirche kennt. Es ist aber auch nicht diese Freiheit, die die evangelische Kirche mittlerweile äh, äh, ja, gut heißt oder ne, ökumene, diese gemeinsame Schnittmenge, wir einigen uns darauf, Jesus ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünden und wir leben irgendwie, werden wir gute Nachfolger, wir leben gute Werte wieder nach den Geboten und damit ist alles tutti. Ja, das ist so nicht. Das hat mit dem echten Glauben nichts zu tun. Und es bringt auch keinen Christen in die Freiheit. Und genau das sehen wir da. Viel Chaos in Haushalten, Unordnung, in Beziehungen, in Ehen, in Gesundheit, im körperlichen, im seelischen, in Stress und so weiter. Wir sehen es in den kompletten Leben der Menschen. Und diese, die, die Wurzel liegt im geistlichen Bereich, das müssen wir sagen. Und erst wenn im geistlichen Bereich die Dinge in das richtige Lot kommen, richtig im Richt man im richtigen Geschirr ist, ja im Joch mit Christus, dann können die anderen Dinge in die richtige Spur kommen. Matthäus 6:33 sagt uns, trachte zuerst danach, alles andere wird dir hinzugefügt werden. Das heißt, alles andere kommt mit hinzu. Und dann kommen wir nach und nach in die Wiederherstellung. Und ich sag mal so, die letzten sechs Jahre war ich auch in dem Bereich Gesundheit und auch Ernährung noch ein ganzes Stück in dieser alten Natur unterwegs. Und das war jetzt ganz spannend für mich, jetzt halt im Juni diese Erfahrung gemacht zu haben. Von heute auf, also nachts halt, und dass ich am nächsten Morgen gemerkt habe, ich habe auch gebetet, ich habe gesagt, Gott, auch mein Körper soll dir gehören. Ich wollte das auch, weil ich einfach weiß, dass das nur gut ist, wenn Gott die Herrschaft über mich hat. Und dann habe ich das also gemacht und dann kam das ja plötzlich so ins Rollen, ja, dann gab es so eins dem anderen und ich habe gemerkt, wow, ja, die Dinge werden ja, sind ja plötzlich einfach. Es ist ja jetzt gar nicht mehr. Oh, ich will jetzt mal ein bisschen Gewicht reduzieren und so weiter. Und, und der Auslöser war halt schon vor einigen Monaten dieses aggressive Bakterium, wo ich einfach so bildhaft vor Augen geführt bekam, ähm, was der Teufel tut, dass es nur ein aggressives Bakterium gibt und das ist der Teufel selber. Und ich werde... Äh, auf jeden Fall definitiv auch über Krebs mal reden, über die Mutation von Zellen, die zu geschwüren werden in den unterschiedlichsten Bereichen des Körpers und warum da oder, oder was da im Körper nicht so funktioniert, wo der Körper nicht mehr in dieser Vollkommenheit ist, die Gott ihn geschaffen hat und und was sind denn da die Lösungen, ja? Und zwar auf der körperlichen und auf der geistigen, seelischen Ebene. Und dann sieht man, wie das alles ineinander spielt und dass ich sogar ein gläubiger Christ sein kann, sogar neu geboren und habe aber mit diesen Dingen zu kämpfen, weil mir auch da zum Beispiel Wissen fehlt über die Schöpfung. Und da habe ich einen einen Supersatz äh, gestern Abend kam da zu mir, das hat mich echt ein Stück weit, äh, dachte ich, wow, also da, da muss man drüber reden und ich werde auch darüber reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch die Aufgabe ist äh, dessen, was ich ähm, in Griechenland dann, äh, in Griechenland, in Spanien machen werde, dass ich da eine Reihe aufzeichne. Da bete ich noch drüber, habe ja noch ein paar Tage. Aber es kam mir ein Spruch, eine Aussage von Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat über den Weg. Und er hat gesagt, also Thomas Edison hat, ges oder Thomas Edison hat gesagt, der Arzt der Zukunft wird kein Medikament verschreiben, sondern seine Patienten vielmehr dazu anregen, sich für die menschlichen Körper, für Ernährung und für die Ursache und Prävention von Krankheiten zu interessieren. Was für eine Aussage. Ja, also, dass der Arzt der Zukunft keine Medikamente verschreibt, sondern dem Menschen, sag ich mal, den Körper erklärt, die Ernährung erklärt, die Ursache und die Prävention. Aber was ist denn da nicht drin? Es ist ja antichristlich. Es ist ohne Christus. Und das ist das, was die Welt da draußen macht. Sie erklärt den Körper. Sie erklärt Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe, Mikroorganismen, Mikrobiom, äh, die Ernährung. Sie gehen sogar dann halt die traditionelle chinesische Medizin, geht auf die ganze Energie, ja, die geht schon in den unsichtbaren Bereich, aber ohne Christus. Und alles, was ohne Christus ist, ist nicht die Wahrheit. Es ist nur eine billige Kopie des Originals. Und ihr wisst, dass mit diesem Körper-Geist-Seele-Bereich Gott mir den Auftrag gegeben hat, die Dinge ins richtige Licht zu rücken. Da ist ein Teil Wahrheit. Ja, Bei all diesen Dingen finden wir einen Teil Wahrheit, aber wir finden nicht die ganze Wahrheit. Und damit wird diese, dieser Teil der Wahrheit die Menschen immer nur zum Teil gesunden lassen. Bis hin, dass sie vielleicht in diesem Leben sogar gesund sind, aber die Herrlichkeit verfehlen und das ewige Leben nicht haben. Während diejenigen, die das ewige Leben haben, das soe Leben, wir haben darüber gesprochen bei der Reihe, Jesus lebt, er heilt noch heute. Minireihe, ich habe es ausgeklammert, nochmal in eine Minireihe, die verschiedenen Begriffe zu leben in der Bibel. Und zwar Zoe-Leben, also dieses göttliche Leben, Bios-Leben, darüber habe ich ja auch schon gesprochen, dieses körperliche Leben und Psyche-Leben. Also es gibt drei Lebenbegriffe und dann sind wir schon wieder bei Körper, Geist und Seele. Was wir in der Bibel finden. Also es sind keine unbiblischen Sachen, die ich da mit euch mache, aber die Dinge müssen ins richtige Licht gerückt werden. Und wenn wir halt sehen, Ne? So, der Arzt der Zukunft wird kein Medikament verschreiben, sondern seinen Patienten vielmehr dazu anregen, sich für die menschlichen Körper, für Ernährung und für die Ursache und Prävention von Krankheiten zu interessieren. Dann, das machen die Menschen ja. Sie interessieren sich ja dafür. Aber sie bekommen halt auch nur einen billigen Abklatsch. Das ist der Teufel. Er gibt immer eine billige Kopie und beschäftigt die Menschen. Und ich kann euch sagen, selbst für mich, die ich ja jetzt recht safe, ja mit Christus bin im Glauben im Fundament und ist für mich ich, und das ist für viele andere nicht der Fall. Für mich ist okay ist, wenn ich mir diese Dinge angucke in der Welt, um mich vom Heiligen Geist lehren zu lassen über was ich mit euch reden soll. Und selbst für mich, ich muss sagen, ich muss aufpassen, dass ich nicht schwindlig werde, wenn ich mir das alles angucke, weil die Dinge widersprechen sich an allen Ecken und Enden. Gehe ich in die Steinzeitdiät, habe ich das. Gehe ich dann in die diese Diät, also in Form von Lebensumstellung, dann sagen die ja, das darf ich überhaupt nicht mehr. Was die anderen sagen, das darf ich. Der eine hält diese Dinge für gut, der andere sagt, lass es komplett sein. Also wir sehen genau dieses Verwirrspiel des Teufels auf diesem kompletten Gesundheits- und Ernährungssektor. Und ich muss tatsächlich sagen, okay, Herr, vielleicht ist das echt was, worauf du mich vorbereitet hast, Jahrzehnte, dass ich das jetzt mache, um die Dinge ins richtige Licht zu rücken. Und dazu war nötig, dass ich auch neu geboren werde und dass ich einfach äh, da in der Wahrheit gegründet bin. Sonst könnte ich über diese Dinge so jetzt nicht reden, wie ich drüber rede. Also, das ist schon alles eine spannende Sache und die werden wir uns angucken. Ähm, und es ist so eine geniale Aussage, ja sich den menschlichen Körper anzugucken, die Ernährung anzugucken äh, und die Ernährung, die guckt sich ja noch nicht mal die Natur an, die Komplexität, ja man nimmt nur Vitamin C, nur Zink, nur keine Ahnung, Magnesium oder Calcium äh, zum Teil synthetisch hergestellt und nicht in dieser komplexen Zusammensetzung, wie Gott es eigentlich geschaffen hat. Und dann auch nochmal, geht es ja nochmal um Bioverfügbarkeit, inwieweit ist mein Körper überhaupt in der Lage, diese Dinge aufzunehmen, die ich zu mir nehme. Also man kann Dinge zu sich nehmen und der Körper nimmt die gar nicht auf, weil zum Beispiel der komplette Darm nicht mehr in der Lage ist, diese, die Nährstoffe so herauszuziehen. Wer viel Antibiotika genommen hat, das war was, wo ich mich schon immer dagegen gewehrt habe und habe bisher nicht einmal genommen, wo ich echt so, ich sage jetzt mal ganz radikal, lieber sterbe ich, wieder dass ich mir Antibiotika geben lasse. Äh, wenn ich dann sterbe, bin ich wenigstens beim Herrn. Äh, dann hat das alles sowieso, dieser Spaß hier ein Ende auf der Erde. Und dann ist sowieso alles gut. Ja, das ist für mich das Ziel, das ewige Leben. Und diese Zeit, die ich hier verbringe, wenn ich sehe, dass Antibiotika eigentlich nur, man haut einfach mit irgendwas drauf, habe ich ja selbst gesehen. Man hat ein aggressives, hat mir gesagt, sie haben ein aggressives Bakterium, das frisst den Knochen auf und wir bauen Antibiotika. So, und dann haben die geguckt, okay, wie heißen diese Bakterien? Ist jetzt einer meiner nächsten Schritte, die ich für mich persönlich mache, habe mir ein ziemlich dickes Kompendium geholt habt auch den Eindruck gehabt, das soll ich machen. Ich werde mir jetzt diese Bakterienstämme, diese bösen Bakterienstämme. Ich habe das jetzt schon vor ein paar Monaten gemacht im groben, dass ich gesagt habe Moment ein böser Bakterienstamm, der sich munter weiter ernährt, der ähm, hat ja auch entsprechend die Nahrung, damit er sich munter weiter ernähren kann. Ne? Also das, was wir zunehmen als Nahrung, müssen wir als etwas verstehen, nicht als etwas primär, was uns Genuss bereitet und Freude. Da sind wir wieder bei den Gefühlen. Ja, die Nahrung, die soll mich irgendwie glücklich machen. Ich bin auch jemand. Ich möchte gerne, dass die Dinge mir schmecken, die ich esse. Aber es ist auch ein positiver Nebeneffekt, dass gute Dinge auch dann gut schmecken, wenn man sie gut zubereitet. Aber es hat sich ja dahin entwickelt, dass man halt isst und trinkt, wie, man das, wie es einem schmeckt, ja? wie es dieser gefallene Natur schmeckt. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was das Richtige für uns ist. Also so weit sind ja viele dann auch schon. Und ich habe halt, äh, hab halt da vor ein paar Monaten, als man mir das gesagt hat, war für mich von einem Moment auf den anderen, das war so radikal, ich habe von einem Moment auf den anderen meine Ernährung komplett umgestellt. Ja, es gibt da Zeugen dafür. Äh, bis heute sind jetzt auch mehrere Monate und ich werde es auch beibehalten und zwar nicht, weil ich es muss, sondern weil plötzlich ich bestimmte Dinge verstanden habe, die plötzlich freigesetzt waren. Ne? Und es war so ähm, Freiheit in Christus, ja Freiheit in Gott, es waren plötzlich Wahrheiten da, die ich gesagt habe: okay, das ist jetzt eine Sache, mit der kann ich arbeiten, äh, dass ich einfach plötzlich altes Wissen da war aus meiner alten Arbeit, dass eben Ernährung, also das, was wir zu uns nehmen, Nahrung für Bakterien sind. Und zwar entweder für die guten Bakterienstämme oder für die bösen Bakterienstämme. Wir haben alle in unserem Körper böse Bakterienstämme. Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Schulmedizin versucht böse Bakterienstämme kaputt zu machen. Was sie damit aber machen, ist, dass sie halt die guten Bakterienstämme auch zerstören. Und diese guten Bakterienstämme, die brauchen wir aber, um die Bösen irgendwo in Schach zu halten. Das heißt, was macht Antibiotika? Sie zerstören das. Und auch der Arzt, bei dem ich war der hat nur gesagt, okay, es sind die und die und die Bakterienstämme, die haben wir jetzt ermittelt, das und das und das und das Antibiotikum, ja, das waren mehrere irgendwie Breitband-Antibiotikas und da muss man halt sagen, man nimmt irgendwie eine Schaufel oder ein riesige äh, Träsch, so ein Träschpflege, haut einfach drauf mit einem, und hofft, dass man irgendwo das Richtige trifft, ja. Und ob da Gutes mit kaputt geht, interessiert ja die Ärzte oftmals gar nicht. Das heißt, was ich gemacht habe ich mir war von einem Moment auf den anderen bewusst, dass meine Ernährung in den letzten Jahren nicht so war, wie sie war. Mir war von einem Moment auf den anderen bewusst, dass ich sehr viel Stress hatte, äh, auch was Beziehungen angeht, ja, Partnerschaften mit Männern und überhaupt äh, die, die Beziehung, die ich vor, das ist ja jetzt auch schon bald schon, ich sag jetzt mal, äh, elf Jahre her, ja, dass ich damals diesen Mann kennenlernte und zehn Jahre her, dass ich dass dann die Trennung da stattfand, knapp. Diesen Sommer und das hat mich alles sehr, sehr, sehr gestresst. Ich hatte sehr viel Stress in, in der Beziehung ja, zu Männern. Und das äh, wurde mir auch so oft schlagartig klar, das muss einfach aufhören. ja. Weil Stress ist schlecht für unser Immunsystem und zehrt einfach viel an diesen guten Dingen. Und da war für mich klar, okay, ich brauche jetzt mal als allererstes nicht Antibiotika, um die bösen Bakterienstämme zu kaputt zu machen, sondern ich brauche als allererstes gute Bakterienstämme. Ich brauche mal als allererstes wieder gute Bakterienstämme. Und da muss ich sagen, ich, war ja, ich sollte ja zu dieser Heilpraktikerin gehen, die mir das Blut abgenommen hat. Von der habe ich mich auch mittlerweile distanziert. Ich habe alles, was ich brauche. Damit kann ich jetzt gut alleine weiterarbeiten. Und deren Labor hat auch etwas empfohlen. Gezielt, also dieses Labor, denen haben wir auch den Bericht geschickt von diesen schädlichen Bakterienstämmen, die da festgestellt worden sind. Und dieses Labor hat dann gesagt Okay, das und das und das Probiotika. Ich habe euch dazu in einem anderen äh, habe euch bei in dem Video über Zellagon. Das hört euch mal an. Da habe ich auch über Probiotika und Präbiotika gesprochen. Probiotika heißt ich nehme die lebenden Bakterienstämme zu mir. Präbiotika heißt ich nehme die Nahrung zu mir, die die guten Bakterienstämme ernähren. So, wenn ich jetzt präbiotisch, ich nehme jetzt gute Nahrung zu mir, ja, gute, ähm, gute Ernährung, ähm, gute Mikronährstoffe, die nehme ich zu mir, ist eine wunderbare Sache. Wenn ich aber gar nicht diese Bakterienstämme habe, die dann ja auch diese Nahrung brauchen, um sich fleißig zu vermehren, dann habe ich doch ein Problem. Wie ist ja, dann landen diese guten Mikronährstoffe einfach im Klo. So einfach ist die Sache. Diese guten Mikronährstoffe landen in der Toilette, weil ich gar keine Bakterien habe, die diese Mikronährstoffe als Nahrung brauchen. Also war mir klar, ich brauche Probiotika und zwar nicht irgendein Actimel oder ein äh, activia joghurt ne, Das sind ja tolle Dinge sondern ich brauche ein richtig gutes Probiotika. Und zwar eines, das so gute Stämme hat, die dann in meinem Darm sich ansiedeln können, um, und auch in der, im, im Mundbereich, überhaupt in der Darmschleimhaut, ne? Mikrobiome ist auch so ein Stichwort, werden wir auch nochmal dann näher drauf einreden. Wir haben ja darüber sprechen, wir haben ja dann auch die Rubrik Körper, ein lebendiger Organismus, ich werde da über viele Dinge reden. Diese, vielleicht weiß ich nicht, stelle ich dieses Video, diesen Beitrag da auch ein, bevor wir mit dritte Mose weitermachen. Habe ja gesagt, das ist wie so ein Misch, ein ein Mischding, diese Reihe. Ne? Das ist jetzt nicht nur Bibel, weil es geht darum, in der Bibel die Dinge zur Ernährung zu finden, sie in den Körperbereich, in den seelischen Bereich zu holen und aber auch zu sagen, was es bedeutet, das im geistlichen Bereich und das alles wirklich zusammenzubringen, so wie Gott sich das gedacht hat. So, also war mir klar, ich brauche ein Probiotika. Und da hatte ich dann tatsächlich von dem Labor eine Empfehlung bekommen und die empfehlen das sogar während der Antibiotika Einnahme, ja, hast du schon mal wirklich einen Arzt erlebt, der sagt, während deiner Probiotika Einnahme, während deiner Antibiotika Antibiotik, also ich habe es ja in einem anderen Beitrag schon gesagt. Antibiotik, wisst ihr, da ist Bios drin. Es kommt aus dem griechischen und in diesem Antibiotikum, das Wort Antibiotikum resultiert aus diesem Bios, ja, und Bios heißt Leben. Könnt ihr ich habe umfangreich hunderte Bibelstellen euch zu so leben bios leben und psycho leben in der eigenen mineral zusammengefasst kann ich heute nicht drauf eingehen. bios ja antibios gegen leben Antico antibiotika bedeutet gegen das leben ja gegen das leben in form von bakterien. das heißt es ist, ist es für mich ein komplett falscher ansatz. dennoch sage ich es gibt Menschen, die sind so schwach im Glauben, die sagen: Okay, ich habe aber nur den Glauben an dem Antibiotikum, Claudia. Dann sage ich: Dann nimm das Antibiotika. Aber wisse, was du tust. Ja? Wisse, was du tust. Und geh parallel dazu hin und kümmere dich um deine Ernährung. Und ähm, guck, dass parallel dazu gute Bakterien, also ein probiotika probios pro leben in deinen körper kommt mit bakterien ja? es geht dann nicht darum sich präbiotisch zu ernähren und dann quasi diese ähm, guten bakterien zu sich zu nehmen um die guten bakterien zu nähren wenn ich keine guten bakterien habe Versteht ihr, was ich euch sagen will? Und wenn ich dann daraus auf diesen Ernährungsmarkt gehe, dann höre ich, ja, oh, und jetzt ist die Chlorello-Alge oder die Dingsbumsalge alge oder das Chlorophyllpulver oder MSM oder OPC oder ähm, Moringa-Pulver und was es alles gibt, Azai-Kirsche. Ich werde über viele Dinge sprechen, weil es gibt Lebensmittel, Natur, aus der Natur, die haben von per se, per se mehr gute Inhaltsstoffe als andere und das kann man sich natürlich nutz und nutze machen ne, aber ich fange mal bei der Hagebutte an ja wer nimmt nutzt denn zum Beispiel die Hagebutte? und da ist die ist Vitamin C reicher als jegliche Zitrone wer benutzt die Brennnessel? wir, wir werden ich kann nicht alles auf einmal wisst ihr, ich würde ja am liebsten würde ich ja drei Monate hindurch 24 Stunden am Tag jetzt reden um euch alles das mitzugeben was der Herr, was, oder was ich eigentlich aus meinem alten Wissensschatz habe und was ich euch echt gerne mit auf den Weg geben würde. Wir bleiben heute jetzt einfach mal beim Antibiotikum und Probiotikum. Antileben pro Leben. Und ich habe da halt einfach gewusst, okay, das sind die ersten Maßnahmen, die ich treffe bevor ich auch nur irgendein Antibiotikum nehme. Und dann hat der Arzt, der wurde natürlich schon ziemlich pampig ja, mir gegenüber, und ich habe dann schon gewusst, okay, auf den kann ich mich nicht verlassen. Und auch da, ich habe ein Interview mit einer Ärztin gehört. Es gibt gute Ärzte. Ärzte haben im Grunde genommen grundsätzlich das gleiche Ziel, wie Gott es auch hat, nämlich dass der Mensch gesund ist. Das ist ja mal erstmal ein positives Ziel. Nur jeder, der sagt, er möchte gerne, dass Menschen gesund sind, hat halt nicht den umfassenden Überblick, um vielleicht beurteilen zu können, ob das, was er da tut, auch wirklich für den Menschen gut ist oder nicht. Und ich sage, alles finden wir bei Gott, ja, in seiner Schöpfung. Und so hat halt dieser Arzt, der hat also nichts mir gesagt mit Probiotika. Es war für mich aber völlig klar. Ich habe also sofort an dem gleichen Tag, als ich das gehört habe, habe ich angefangen, okay, und jetzt wird diesem aggressiven Bakterien der Kampf abgesagt. Jakobus 4.7, ordne dich Gott unter, widersteh dem Teufel und er muss fliehen. Das ist so. Und... Äh, andere sagen, oder habe ich gelesen in einem Buch, da werd, über dieses Buch werde ich definitiv auch mit euch reden, da sind gute Ersetz Sachen drin, die ich auch mit euch teilen will. Äh, natürlich nicht in dieser Form, wie die Welt es macht, sondern wir rücken die Dinge ins richtige Licht. Aber da hat eine auch gesagt, die nach die Krebs hatte und eigentlich hätte sterben sollen und halt zehn Jahre später immer noch gelebt hat und radikal ihr Leben umgeändert hat. Äh, da waren sehr gute Ansätze drin, über die ich mit, die mit euch reden will und werde euch ins richtige Licht rücken. Nämlich mit Christus. Gott hat diesen Körper geschaffen und er hat ihn grundsätzlich geschaffen, dass er sich gegen dieses Böse wehrt, ja. Und viele Ärzte zerstören eigentlich äh, diese guten Dinge. Das muss man so radikal sagen. Und deshalb, wenn du diesen Glauben halt nicht hast, wie ich jetzt, ja, zu sagen, nein, ich mache das nicht. Wie gesagt, und lieber sterbe ich, äh, als dass ich mir irgendwelche gute Sachen zerstören lasse. Ich, ich glaube daran halt auch nicht mehr. Und äh, aber wenn ich jetzt diesen Glauben nicht hätte, sondern ich hätte jetzt, würde jetzt sagen, okay, ich glaube jetzt, vielleicht weiß ich nicht, ja, vielleicht gibt es ja mal eine andere Situation, wo ich sage, okay, ja, ich nehme Antibiotikum, weil ich einfach für alle die anderen Dinge jetzt keinen Glauben habe, aber dann wüsste ich zumindest mal auf der Bios-Ebene, also von der ja auch die Bibel spricht, Leben-Bios-Ebene, dass ich bestimmte Maßnahmen ergreifen würde. Und das habe ich bisher auch immer so gemacht, wenn ich irgendwie gekränkelt habe. Äh, auch während des Glaubenslebens, zumindest ansatzweise, nicht so, wie ich es vielleicht hätte machen können, wie ich es jetzt heute sehe. Aber zumindest ansatzweise auf der BIOS-Ebene auch das zu tun. Was Leben fördert und nicht etwas zu tun, was Leben tötet, ja. Genauso auf der Seelenebene Dinge zu tun, das Leben fördert und nicht Dinge zu tun, das Leben tötet. Und da draußen in dieser ganzen Work-Life-Balance und Gesundheits, äh, ja, man kann ja schon nicht mehr sagen Büste, sondern es ist ja echt ein, 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 da wächst ja alles, ja, wie in so einem subtropischen Regenwald wächst alles hin und her, kreuz und quer, hoch und runter. Muss man halt einfach sagen, dass nicht alles, was dort als Körper, Geist, Seele propagiert wird, wirklich Körper, Geist, Seele ist, so wie Gott sich das wünscht, sondern dass diese Dinge eher schaden. Und diese Dinge habe ich ja gemacht in diesen jahrzehntelangen Erfahrungen, dass ich halt schon diese Dinge der Welt, ich habe irgendwie erkannt, okay, da gibt's was, aber ich bin ja diesen falschen Wegen gefolgt und musste dann ja halt auch feststellen, dass bestimmte Dinge einfach nicht zu dem Ziel führen, das ich halt gerne hätte. Und das hat mich ja dann auch zum Glauben gebracht. Und jetzt sehe ich halt die Dinge aus einer anderen Perspektive. Und jetzt sehe ich die Dinge in der Welt, sage ja vom Grundsatz, die billige Kopie, ich muss mich auch seelisch wohlfühlen und die Dinge tun, die mir Spaß machen, weil dann habe ich Freude. Und ich sage, okay, Teufel verkleidet als Engel des Lichts. Nicht alles, was dir Freude macht, ist wirklich dir förderlich. Ne? Und vielleicht ist der eine oder andere einfach krank, weil er Dinge tut, die ihm zwar im Fleisch irgendwo seelisch. Von, von dem eigenen Verständnis, ne? Adam und Eva, Baum der Erkenntnis, Gut und Böse, mein eigenes Verständnis, es ist was Gutes, es tut mir gut. Aber eigentlich unter dem Strich tut es mir nicht gut, sondern es zerstört mich. Und das ist etwas, darüber müssen wir reden, ja. Auch bei Christen in christlichen Kreisen müssen wir darüber reden, weil viele christliche äh, Einrichtungen auf diesen Zug in der Welt aufgesprungen sind und sich damit halt echt sehr viel Mist ins Boot holen und nix ist eben Tutti. Ja, hat, hat mir gut gefallen. Hat eine Ärztin so genannt. Ja, Tutti. Alles ist gut. Ne? Alles ist Tutti. Und ich habe ein Interview gehört mit einer Ärztin. Das fand ich sehr spannend. Die hat gesagt, die hat echt mal so die Katze aus dem Sack gelassen. Die hat gesagt, in unserer Medizinausbildung. Über solche Dinge wie Probiotika, Präbiotik und so weiter, Bakterienstämme und so weiter, das lernen Ärzte nicht in ihrem Studium. Vielleicht sagt ein Arzt, okay, mich interessiert das, ich bilde mich da weiter fort. Und deswegen sind die Ärzte auch so aggressiv, wenn man denen sagt, miss man Vitamin D-Spiegel, miss man einen B12 oder miss mal dieses oder jenes in meinem Blut. Ne? Äh, weil die das das einfach nie gelernt haben. Und da hat halt so eine Ärztin, die sich halt da dem angenommen hat, hat da ausgepackt und hat einen Satz gesagt, der hat echt mit mir gesprochen. Die hat gesagt, wir Ärzte, wir werden ausgebildet, um medizinische Versorgung ausreichend zur Verfügung zu stellen. Ausreichend. Ausreichend ist Schulnote 4. Und sie sagte, nicht befriedigend, nicht gut, nicht sehr gut und nicht hervorragend. Also ein Arzt hat in erster Linie die Aufgabe, jemanden, der krank ist, dahin zu bringen, dass er irgendwo gerade so über den Berg ist, würde ich mal sagen. Das hat nichts damit zu tun, den Menschen komplett wiederherzustellen. Deshalb sind halt auch viele Laborwerte, wenn man zum Beispiel ab 50, mein ehemaliger Vermieter sagte zu mir, oh ja, ich bin ja jetzt 50 geworden, ne? wir waren zusammen Schlittschuhfahren im Winter. Und, äh, und dann haben wir uns so unterhalten und hat er gesagt, ah ja, ich war ja beim Arzt und so, kann man ja Gesundheitscheck machen ab 50 und da habe ich mal da mein Blut untersuchen lassen und das und das, das war alles soweit ganz gut, außer halt Cholesterin habe ich jetzt das und das und das gemacht in der Ernährung. So, und die Person geht davon aus, dass sie halt gesund ist. Das muss nicht so sein. Es gibt, ähm, es gibt zum Beispiel Laborwerte... Also, es gibt einen, ich glaube, der ist auch Arzt, einfach nur um euch das mal aufzuzeigen. Es gibt einen, der ist Arzt und der macht auch, äh, nimmt Blut ab und hat verschiedene Zusammenhänge erkannt. Dass zum Beispiel, ja, hast, man hat ein Blutbild und da ist zum Beispiel Magnesium ist, ähm, ausreichend, ist ausreichend da. Und, aber andere Werte nicht. Und dann wird man sagen, ja, anhand von meinem Blutbild habe ich ja ausreichend Magnesium. Ist alles gut. Magnesium brauche ich nicht zusätzlich. Mein Blutbild sagt ja, ich habe genug Magnesium. Und er sagt, dass die meisten Pat Pat ähm, Krebspatienten oder Burnout-Patienten an Wadenkrämpfen neigen. Obwohl man im Blut eigentlich sagt, naja, es ist doch genug da. Wisst ihr, da ist ein Problem in der Verwertung. Der Körper kann dieses, kann dieses Magnesium, das gerade da im Blut ist, also ne, ne, anders. Entweder kann der, ähm, kann der Körper das nicht verwerten, das ist das eine. Oder aber zum Beispiel, ich nehme Blut ab, im Blut ist der Kalziumspiegel super, ist optimal oh ja, in meinem Blut, der calcium -Spiel ist optimal. Das liegt daran, dass das Blut basisch ist. Und das Blut einen bestimmten pH-Wert hält. Ich weiß nicht genau jetzt welchen, ich glaube 6,5 oder so. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Das heißt, das Blut hat einen bestimmten pH-Wert, weil ja schließlich das Blut der Saft ist, der die Organe mit Nährstoffen versorgt über das Blut. Das heißt, im Blut, gilt muss ein bestimmter pH-Wert vorhanden sein, sonst funktioniert das ganze System da nicht. Und wenn jetzt im Blut ähm, Mineralstoffe fehlen, ja, ich sage mir jetzt mal Kalzium, Magnesium, Kalium, dann holt der Körper oder ne, der Gott der hat es so intelligent geschaffen, aus dem Knochen oder aus den Zähnen. Also ich kann euch sagen, bei mir war und ist auch immer noch ein Kalziummangel an meinen Zähnen sichtbar. Das kann man sehen an den Zähnen, obwohl in meinem Blut Kalzium optimal ist und in der Norm liegt. Da ich aber bestimmte Dinge weiß, Nämlich zum Beispiel, der Spiegel kann normal sein, aber eigentlich fängt der Körper schon an, alles ins Blut zu holen, ne? weil es, ist zu, wenig da. es ist, eigentlich ist zu wenig da, es ist eigentlich ein Mangel da ähm, und ich brauche eigentlich mehr äh, und dann holt, sich, holt der Körper das ins Blut und holt es dann aus dem Knochen und dann sind wir schon ganz schnell bei der Osteoporose, ne? bei Knochenbrüchigkeit oder bei den Zähnen. Was ja echt auch so ein Leitthema bei mir ist, weil ich halt durch diese Jahrzehnte Bulimie auch, Essstörung, so viel, so viel Säure in meinem Mundraum hatte, was einfach meine Zähne so zerstört hat, dass ich eigentlich froh bin, dass, dass, die, dass da noch keine Backenzähne und so weiter einfach ausgefallen sind. Und ich aber heute weiß, ich, bin in, ich weiß, dass Gott da vieles einfach wiederherstellen kann und es auch tun wird, wenn ich mich auf diesen Weg begebe. Aber da will ich einfach sagen, wisst ihr, Arzt ist nicht gleich Arzt und die haben sich halt immer auf bestimmte Dinge spezialisiert. Und die Bibel sagt, der der Herr sagt, ich bin dein Arzt. Er ist unser Arzt und er lehrt uns die Dinge. Und wenn er uns die Dinge lehrt, dann bekommen wir ein umfangfassendes und dann ist es wirklich ein Ganzheitliches Verständnis, ja. Die Ganzheitlichkeit, von der in der Welt, ja, in diesen ganzen Programmen gesprochen wird, ja, wie gesagt, sieht man halt ne, bei Ayurveda, bei der Steinzeiternährung, bei der TCM, über Energiebahnen, Meridiane und so weiter und, und so Energiepunkte. Ne? Also, da werden dann gewisse Punkte gedrückt, habe ich alles gelernt. Und ich sage, es ist nur eine billige Kopie. Und man sucht halt verzweifelt, danach, ich will jetzt irgendwie gesund sein und ich sage, ja, lerne die richtigen Dinge, also erstmal lerne Gott kennen, wisse, was überhaupt das Kreuz gebracht hat, was ist am Kreuz passiert, kommen wir jetzt hier im dritten Mose auch dazu, weil wir finden hier im dritten Mose auch über Fluch und Segen gesprochen, da kommen wir noch hin, werde ich gleich den zweiten Beitrag sprechen, der erste war jetzt wieder sehr gesundheitlich, sehr ernährungsspezifisch, ganzheitlich, trotzdem ist Evangelium mit drin, das ist das, was glaube ich, der Welt fehlt. Und dann habt ihr, wenn ihr euch, wenn ihr das weiter verfolgt, dann bekommt ihr ein Fundament, mit dem ihr durch diese Welt hier geht und könnt auch alle Dinge richtig einordnen und werdet nicht mehr hin und her getrieben, auch was Ernährung angeht oder Gesundheit angeht von jeglichem Winterlehre. Oh, das ist gut und das ist gut und dann probiert man das aus, aber man bleibt halt nicht dran. Ich habe euch erklärt, warum. Die gefallene Schöpfung hat überhaupt gar kein Interesse daran. Ja, die gefallene Schöpfung, der Teufel, hat überhaupt gar kein Interesse daran, dass es dir besser geht. Der wirft dir immer nur ein paar Brocken hin, aber der hat kein Interesse. Der will dich zerstören. Der Teufel kommt nur zum Töten, zum Verderben und zum Stehlen. Der hat kein Interesse daran, dass du gesund wirst und dass du ein Leben führst, wie Gott sich das für dich gedacht hat. Deshalb kann da draußen in der Welt, die können immer nur auf der und die müssen auch immer auf irgendwelche Wahrheiten von Gott zugreifen und darum ihre Lehre bauen. Wir haben darüber gesprochen in der Reihe Dienstanweisung an einen Unterteufel. Lohnt sich auch mal immer wieder reinzuhören, weil es passt. Ich habe da natürlich da über den geistlichen Bereich gesprochen, aber letztendlich lässt sich es auf jeden anderen Bereich übertragen. Ja, Der Teufel kommt und will dir etwas als Gut verkaufen. Was aber eigentlich nicht gut ist und was dich zerstört. Und deshalb sollen wir, ja gut, das ist ein anderes Thema, Ja, wir Christen, wie wir miteinander umgehen. Also, das ist mal der erste Teil. Ähm, wir machen dann weiter mit dem zweiten Teil. Da gehen wir dann weiter in die Verse. Ich werde dann grob vorlesen, ne, bei den Opfern, da finden wir halt viel über Nahrung, über Öle, über Kräuter, aber halt alles im Zusammenhang mit den ähm, Opfern. Und deshalb wird halt schon auch so das Teil, der Teil 3 äh, sich mit dem Opfer beschäftigen. Und wir werden aber auch sehen, okay, das Opfer Jesu, was für ein Segen hatte das denn gebracht? Und das werden wir dann auch noch lesen. Okay, ich hoffe, dass es euch segnet. Ich bin sicher, dass es euch segnet und euch wirklich weiterbringt. Habt eine gute Zeit, äh, beziehungsweise hört euch dann ja dann auch den Teil 2 an. Den spreche ich jetzt direkt ein. Shalom.